Mustafa Sandal mit Dön Dünya, die Erde dreht sich weiter und unsere Champions haben es zu uns geschafft. Schön, dass ihr da seid. Herzlich willkommen. Dankeschön. Jungs, ich freue mich. Danke, ist sie. Erste Frage und die wichtigste Frage. Man steht da auf diesem Podest, Artem. Dann kommt, wer hat dir das Ding überhaupt um den Hals gelegt? Weißt du das selber? Das war der Präsident vom Weltverband. Vom Boxweltverband? Ja. Okay, der kommt erst dahin. Du bückst dich und dann zack, um den Hals. Und das Erste, was dir durch den Kopf geht, war was? Mann, ist das Teil schwer. Echt? Das ist echt schwer. Ja, die Medaille ist wirklich schwer. Das ist bislang die schwerste Medaille, die ich gekriegt habe. Ja. Nicht nur vom Gewicht her, sondern auch vom Erfolg her. Kann man in die Kamera halten, da sehen das auch unsere Zuschauer. Ich halte auch zum ersten Mal, liebe Zuschauer und Zuschauer, so ein Ding in der Hand. Ehrlich, das ist krass. Guck mal, das ist, wer ist denn das überhaupt? Ich drehe das, warte mal, Moment, nicht weggehen, ich drehe mal um, dann könnt ihr die andere Seite sehen, da steht Rio 2016. Ach, ich glaube, das ist Olympia. Das ist doch, war doch eine griechische Göttin, die Olympia, oder? Richtig. Ja, ne? Hallo, ich habe in Geschichte aufgepasst. Ja, das ist Olympia. Krass. Ist man, ich meine, wenn man viel macht und viel bewegt und du bist viel unterwegs für den Boxsport, was empfindet man im Nachhinein, wenn man so einen Titel gewonnen hat? Ah, das ist eine gute Frage, auch schwer zu beantworten. Also ich kann das noch nicht so richtig realisieren. Also mein Ziel war es immer, mit meinen Fähigkeiten den Sport und auch meine Stadt selber zu fördern, so gut ich kann. Und ich denke mal, das kommt jetzt so langsam auf mich zu und ich muss das Ganze ein bisschen verarbeiten, aber ich fühle mich geehrt und bin auch stolz auf diese Medaille und für den Sieg. Robert, du hattest ja ein bisschen Pech zuvor. Wär's ja eigentlich auch dabei gewesen. Also ich war mit einem Fuß schon drin. Ja. Ich bin die Nummer 1 in 60 Kilo für Deutschland und habe die Qualifikation knapp verpasst. Was war der Grund? Was war passiert? Ich war bei der Euroquali. Da habe ich leider verloren gegen den Sieger der Euroquali dann. Und meine nächste Chance wäre die Weltquali in Aserbaidschan. Und zu der Zeit war es politisch ein bisschen heitler, weil wir ursprünglich aus Armenien sind. Und das war zu der Zeit für mich halt lebensgefährlich, dorthin zu reisen. Und das war eine schwere Entscheidung, weil Olympia war mein Traum, dort zu boxen, gemeinsam mit meinem Bruder. Und ja, nach Rücksprache mit meinem Trainer, mit der Familie, mit meinen Eltern, war das die beste Entscheidung, dort nicht anzutreten. Und somit war Olympia für mich gegessen. Hätte man das nicht anders lösen können, einen Kampf woanders vielleicht austragen? Gibt es solche Kompromissmöglichkeiten nicht beim Boxen? Nein, geht nicht. Wir sind ja nicht die Organisatoren oder die Veranstalter. Das ist der Weltverband. Wenn die entscheiden, dass es dort, dann ist es auch dort. Da können wir ja nicht viel machen. Mhm. Ich war am Anfang traurig, weil dem Ziel habe ich alles untergeordnet. Aber mach nichts. Ich hab's trotzdem geschafft, bin mit meinem Bruder hingeflogen als sein Sparringspartner, seine mentale Unterstützung. Und das ist das, was uns beiden ausmacht, dass wir halt unzertrennlich sind und den Weg gemeinsam gehen. Wenn er im Ring steht, schaut der Gegner nicht nur in seine Augen, sondern auch in meine. Das ist der Vorteil. Genau so, andersrum. Kann man da sagen, dass ihr das dann, so eine Medaille wirklich auch vom Herzen an teilt, oder? Auf jeden Fall. Ja, richtig. Ja. Also mein Sieg ist auch ein Verdienst für Robert, das ist auch sein Sieg und genauso ist das auch andersrum. Also ich freue mich immer, wenn er einen Kampf gewinnt oder einen Titel gewinnt, dann ist das so, als hätte ich diesen Titel gewonnen. Sportler sagen ja grundsätzlich, wenn sie zu den Olympischen Spielen gehen, Hauptsache dabei sein. Über diesen Spruch mussten wir uns vorhin sehr lange unterhalten, weil es natürlich der Ehrgeiz ist. Es ist das Ziel, einen Titel zu gewinnen. Wie traurig ist man aber im Nachhinein, dass man in Anführungszeichen nur Bronze hat und knapp eigentlich an diesem Finaleinzug gescheitert ist? Es war ja knapp bei dir. Ja, richtig. Also erstmal überhaupt an den Olympischen Spielen teilzunehmen oder da überhaupt teilnehmen zu können, ist schon eine Riesenhürde. Ich musste erstmal Weltmeister werden, um überhaupt zu den Olympischen Spielen zu kommen. Da kann man sehen, wie die Olympischen Spiele eigentlich eingestuft sind, höher als eine Weltmeisterschaft. Und deswegen sagen auch viele, die da vielleicht verlieren oder keine Medaille gewinnen, ja, dabei sein ist alles. Aber diesen Spruch möchte ich nicht sagen, wollte ich auch vorher nie sagen, denn es klingt für mich wie ein Loserspruch. Und ja, ich habe nicht verloren, ich habe die Bronzemedaille gewonnen, sage ich immer. Mhm. War das anders, die Frage gestellt? Was war das Ziel, als du dich qualifiziert hast? War das so ein Ding, was du immer vor Augen hattest, dieses Ziel, und gesagt hast, ich will auf jeden Fall aufs Treppchen?
Auf jeden Fall. Also ich hatte mir meine Ziele so hoch es geht gesetzt. Also ich wollte unbedingt die Goldmedaille gewinnen, denn alles, was da drunter ist, ist im Rahmen des Möglichen. Und deswegen bin ich auch stolz darauf, diese Medaille gewonnen zu haben. Kann ich mir vorstellen. Ja, man kann da stolz sein. Wie hat er sich eigentlich im Training gemacht, so für dich? Ich muss ehrlich zugeben, er war extrem fokussiert. Er war im Tunnel, im Gym, auch außerhalb des Trainings. Er hatte sein Ziel vor den Augen, Olympia Gold, das war sein höchstes Ziel, das wollte er erreichen. Und ich bin richtig, richtig, richtig stolz auf Artem und ich bin glücklich, dass er das geschafft hat und dass er die Bronzemedaille gewonnen hat, auf jeden Fall. So, das heißt, jetzt muss ich kurz nachrechnen, nach 12 Jahren hat ein deutscher Boxer wieder einen Titel nach Deutschland geholt. Ich glaube 2004 war der letzte, richtig? 2004. Warte mal, wer war das nochmal? Ich glaube... Taibert war der letzte. Und Rustam Raimov und Vitali Taibert, beide haben Bronze geholt. Und ein Hamburger ist wie lange her? Ungefähr 40 Jahre. Oh. Viel zu lange, liebe Freunde, merkt ihr, ne? Viel zu lange. So, das wird sich jetzt aber in Zukunft ändern, denn Hamburg wird zu einer Talentschmiede. Lach doch nicht so. Wir hoffen ja, wir arbeiten dran. Wir müssen nur den Sportsenator überzeugen. So, der nächste Clip des Abends, der kommt jetzt. Den hören wir uns mal gemeinsam an. Der kommt von AJ Sechkin. Und ich genieße währenddessen mein Schatz. So sieht es aus. Sehen Sie das? Liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, ein Cut über, ja, nicht mal auf der Augenbraue. Auf der Augenbraue wäre klassisch, aber das ist ja wirklich knapp über dem Auge. Und das war eigentlich auch... muss man ja hinzufügen, ja, mit der Grund, warum du nicht mehr so 100% geben konntest, oder? Ja, das stimmt schon. Also mein Cut hat mich ziemlich beeinträchtigt. Direkt in der ersten Runde, in den Anfangssekunden, habe ich einen Ellbogenschlag gekriegt von meinem Gegner, der auch 13 cm größer war. Hat er Kickboxen gemacht, oder was? Ja, was er vorher gemacht hat. Ja, und das Auge war voll mit Blut unterlaufen und hat die ganze Zeit getropft. Und ja, hat man gesehen. Das musste erstmal in der Ringpause. Ich auch hier darauf aufmerksam gemacht, gesagt, hier, das war Ellbogen, aber hat er nicht nichts gesehen, nichts gesagt und nichts weiter gesagt. Geht's. Tja, Verletzungen gehören nun mal dazu. Ja. Aber das wurde. Halt ein bisschen Pech halt, das ist etwas. Das ist ja nicht eine Verletzung ist aufgrund des Boxens, weißt du das mal? Und das nervt dann einen, wo du denkst, ey, wäre das nicht passiert, vielleicht wärst du. Du hättest immer noch gute Karten. Und ich muss auch sagen, das ist Artems erster Cut, den er hat. Ja, stimmt. Bei den Olympischen Spielen. Das ist ein Andenken. Ich bin mittlerweile seit 16 Jahren bei meinen ersten Olympischen Spielen und bekomme da meinen ersten Cut. Als Andenken. Ja. Bronze und ein Cut. Hat auch nicht jeder, muss man ja sagen. Klischee, ne? Ah, ja. Das ist echt krass, das ist, fühlt sich echt toll an. Mal, was ist denn das Ding wert eigentlich? Ich glaube, das besteht aus größten Teil aus Silber und ja, wäre das so aus Gold? Ja, das ist auch kaum. Hätte ich verkauft. Ja, ich dachte, schnell mal auf eBay verticken. Aber das hat ja schon einen emotionalen Wert, was eigentlich unbezahlbar ist. Ja. Ja. Für alles andere gibt es die Mastercard. Ups, voll die Werbung. Sorry. Kann auch Visa-Card, American Express, Kreditkarte, wurscht. Kann alles sein. Wie war denn eigentlich so dieses Olympia-Feeling vor Ort? Erzähl mir ein bisschen was davon. Wie war der Stützpunkt? Wie waren die Leute drauf? Das war geil. Es ist einfach ein Erlebnis. Es ist unvergleichlich. Also für einen Sportler ist es das Größte, was es da überhaupt gibt. Wenn man sieht, wie die ganzen Sportler da zusammenarbeiten und auch sich verständigen untereinander, schaut aus dem Fenster, sieht Blöcke voller Sportler und die Flaggen und man weiß ganz genau, alle Sportler haben ein Ziel, eine Medaille bei den Olympischen Spielen zu gewinnen. Und das ist einfach Hammer, wenn man dieses Ziel erreicht hat und dazugehört zu den Sportlern, die es erreicht haben. Aber untereinander waren wir wie eine Familie, alle haben sich super verstanden. Ist das auch Sport, aber was ich wissen will, ist das auch übergreifend eine Freundschaft oder hängen nur die Boxer mit den Boxern ab und die Leichtathleten nur mit den Leichtathleten oder ist das wurscht? Das braucht seine Zeit. Ne? Erstmal waren wir Boxer nur für uns, aber irgendwann haben wir uns da so eingespielt und wir haben viele Freunde gewonnen, auch von den Ringern und von den Judokern, hauptsächlich Kampfsportler, die verstehen sich am besten, aber ja, viele Freunde gewonnen und wie immer beim Wiedersehen ist das natürlich schön. Ich meine, bei uns ist es auch ein bisschen anders. Das ist ja kein Spiel, was wir spielen. Das ist richtig Mann gegen Mann kämpfen. Und da ist der
Fokus und die Konzentration auch schon anders. Da ist man unter sich, da will man nicht viel raus, da will man nur im Zimmer sein, halt konzentriert bleiben, auf den Kampf fixiert sein. Da bleibt nicht viel Zeit, um rauszugehen, zu entspannen und Party machen und Sightseeing und sowas. Erzähl mir nicht, ihr habt keine Party gemacht, dann hör doch auf, Mann. Weil ehrlich, ich fahre doch nicht zum Olympiastützpunkt und sage, ich habe keine Party gemacht. Also ich habe da einige Gerüchte gehört, ne, von den Partyhasen hier. Also nach dem Kampf ist was anderes, aber währenddessen, ja, da muss schon wirklich Disziplin. Nach dem Kampf gönnen wir uns mal einen Tee. Ist klar. Ja, ja, ja. Ist das türkischer Tee? Tee. Ist grüner Tee. Ja, ja, lenk vom Thema ab. es gab mal dieses, warte mal, wo waren das? War das bei den letzten Olympischen Sommerspielen? In Afrika war das auch, ne? Südafrika? Vor 4 Jahren? Oder wo? Ja, natürlich, Vuvuzelas und so. Nee, das war die WM. Fußball-WM. Na, irgendwas war da. Auf jeden Fall gab es immer diese, wenn du in den Blogs, in den Websites ein bisschen liest, steht da zum Beispiel, ja, auf dem Olympiastützpunkt werden immer Kondome verteilt. Wie war das denn diesmal? Also ich habe da keine Kondome gesehen, die Kondomautomaten waren immer leer. Okay. Okay, also Sport, hallo, Testosteron, Energy, Power, da kommt so das eine zum anderen, dann gibt es auch Knickknack. So, ist so. Ja, ich grüße erstmal meine Verlobte. Sie heißt, warte, wie heißt sie nochmal? Carina. Carina, er ist ein ganz lieber, zahmer Junge, er hat damit überhaupt nichts zu tun. Sein Bruder ist der böse Junge. Ich grüße auch meine Verlobte, ganz schnell. Ach, du bist auch verlobt? Ja, sind wir. Ja, dann bin ich der böse Junge. Was soll ich da machen? Irgendjemand muss ja den Schuh anziehen. Ach, finde ich cool. Okay, was ich aber gemacht hätte, wenn ich auf dem Olympiastützpunkt wäre, ne? Ich glaube, ich wäre so ein Freak, ey. Ich wäre als erstes Usain Bolt hinterher gelaufen. Der hat eigentlich noch versucht, Michael Phelps zu erreichen, weil man weiß, letzte Olympische Spiele. Und wen man auf jeden Fall nicht übersehen hätte können, wären ja die US-Boys beim Basketball. Habt ihr die gesehen? Nein. Keine Chance. Die waren gar nicht mal im olympischen Dorf. Die hatten Stimmt, die haben ein eigenes Schiff angemietet, ja, ne? Krass. Digga, bei denen läuft's, ey. Die haben das Geld dafür. Aber Usain Bolt habt ihr gesehen, oder? Auch nicht. Er ist an uns vorbeigelaufen. Michael Jordan aber. Nein, Spaß. Ey, für eine Sekunde hätte ich es dir geglaubt. Aber welche Länder waren so die coolsten? Oder hat sich das nicht so herausgekristallisiert? Also, ja, wo man sagt, hey, mit denen haben wir uns am besten verstanden oder so? Ich glaube, am coolsten waren eher die Deutschen. Weil am letzten Tag haben alle zusammen gefeiert und da kamen alle Länder mit dazu, Australier, Kubaner und Polen. Aber ihr habt vorgefeiert und alle hinterher gezogen. Ja, alle sind dann hinterher gekommen, ja. Seht ihr? Genau. Das Image von Deutschland ist gar nicht so schlimm. Ja? Zuerst heißt ja immer, die Deutschen sind reserviert und zurückhaltend. Nein, wenn wir wollen, dann machen wir richtig Pall. Schland oder so. So, was haben wir? Wir haben Werbung. Wir müssen kurz Werbung machen. Diese Medaille macht mich kirre, irgendwie, mein Schatz. Wir haben mal ein Foto hochgeladen auf Instagram. Willkommen im Zeitalter der Social Media, liebe Freunde. Ich suche mal jetzt die Jungs. Wie finde ich euch auf Instagram? Schnell ein bisschen auch Werbung HB für euch machen. Boxing. HB. Achso, nee, bei Insta ohne. Ja, bei Insta. Da, schon gefunden. HB Boxing, ja. 2545 Abonnenten. Zack, 2546 Abonnenten. Cool. Durch die Sendung habt ihr, glaubt mir, morgen 3 weniger. So, also, wenn ihr Lust habt, liebe Freunde, edit doch einfach die Jungs auf Insta, ja, HB Boxing, gebt ihr ein, habe ich gerade auch sofort gefunden. Dann könnt ihr den Jungs gerne auf Instagram folgen. Oder wenn ihr schon mal dabei seid, dann folgt auch mir gerne. Ja, Bedo_official. Könnt ihr dabei sein. Ey, ich bin gar nicht mal so schlecht, ey. Ich habe über 6000 Follower. Facebook auch nicht vergessen. Ah ja, und Facebook könnt ihr auch. Genau, Facebook. Seid ihr zu finden unter? HB-Boxing. Ganz einfach. Dasselbe geht auch für Bedo. Bedo Official. Einfach mal reingehen und mal angucken. Sehen wir da auch viele Bilder vom Olympischen Stützpunkt und so? Alle Infos. Alle Neuigkeiten, alle Infos sind auf den sozialen Netzwerken zu sehen. Noch bevor andere das kriegen. Noch bevor es andere kriegen. Was ich ja auch richtig cool finde, ist, wenn man jetzt dabei war und zurückkommt. Ja, und jetzt am Flughafen habe ich mir diesen Empfang ja angeguckt. Ich glaube, man hat doch das Gefühl, man ist im falschen Film, oder? Ja, das ist unglaublich. Das ist der Hammer. Also wenn man da ankommt, der Bundespräsident steht da und
die ganzen Zuschauer, ganzen Fans, zigtausende Leute jubeln und wenn man die Medaille da hinten nach oben hält, wird man gefeiert wie ein Held. Das ist einfach Hammer. Und dasselbe nochmal hier in Hamburg gewesen, am Flughafen, von den Freunden, von der Familie. Das ist geil. Wie dieses Gefühl könnte eigentlich ewig gehen, oder? Ja. Und am besten gar nicht aufhören, glaube ich. Ja, dann kann man erst mal zwei Tage danach nicht schlafen. Das kann ich mir vorstellen. Wie nervös warst du eigentlich vor dem Kampf? Unmittelbar vor dem Kampf? Ja. Gar nicht. Richtig? Nee, also ich war überhaupt nicht nervös. Also es kommt, wie es kommt. Ich trainiere, ich mache mein Training, ich bereite mich hundertprozentig darauf vor, gehe rein und mache mein Boxen. Und falls ich unterlegen sollte, dann weiß ich, dass ich noch härter trainieren muss und noch mehr. Also wichtig ist für mich, dass ich Spaß an der Arbeit habe. Also ich gehe mal mit Freude rein und komme auch mit Freude raus, egal ob Sieg oder Niederlage. Wie motivierst du eigentlich deinen Bruder? Gar nicht, er ist nervöser als ich. Er sitzt in der Ecke und schwitzt schon. Also ja, wenn ich boxe, das ist echt anstrengend für mich, so wenn ich zugucke, wie er fightet, ich kämpfe damit. Das ist noch schlimmer als bei meinen Kämpfen. Aber unsere Motivation ist halt, dass wir halt vorher, wir haben immer so einen Prozess, dass Atem sich aufwärmt, ich bin mit dabei in der Kabine, wir machen zusammen Partnerübungen, ein bisschen ausweichen und so weiter und dann sprechen wir auch viel miteinander. Ich sage ihnen halt immer, dass er sich 100% sich auf seinen Körper verlassen soll, dass er gut trainiert ist, dass hinter all dem, hinter diesem Weg eine harte Arbeit steckt und die harte Arbeit wird sich auszahlen. Er soll alles geben, er soll 110% geben. Wenn es sein muss, muss er auch im Ring sterben. Er muss für die Medaille kämpfen, für den Sieg kämpfen. Und das ist ganz wichtig. Das klingt aber sehr martialisch, ne? Ja, so ist das ein bisschen. Du musst dafür sterben! Klingt schon fast wie bei Rocky, ey. Aber ist ja wirklich so. Ich meine, du hast ja ein Ziel vor Augen, ne? Du willst ja dahin und nicht unbedingt als Verlierer aus dem Ring. Und du darfst nicht zulassen, du musst dir dein Brot erkämpfen. Er darf dir dein Brot nicht wegnehmen. Robert das schon vorher auch gesagt hat, also unsere Sportart ist kein Spiel. Wir gehen nicht mit dem Ball da rein und wie war euer Spiel? Ja, war gut. Nee, es ist ein Kampf. Leider ist das so. Boah, war in Ordnung, das Spiel. Wir haben gut gespielt. Genau. Aber verloren. Ja, aber bei uns ist das kein Spiel. Also da wird wirklich gekämpft. Eins gegen eins und das verlangt alles. Wenn man eine Sekunde nicht aufpasst, hat man einen Cut oder man geht K.O. oder man schlägt den Gegner K.O. Und das möchte man nicht. Stellt man sich, also bei den anderen Boxern, mit denen wir immer wieder im Gespräch waren, ja, die hatten immer die Chance, sich vielleicht wochenlang auf einen Kämpfer einzustellen. Sehr oft sogar. Ja. So 4 Wochen, 5 Wochen, 6 Wochen. Bei Klitschko habe ich das Gefühl, da weißt du 3 Monate vorher, auf wen er sich einstellen kann. Ja. Aber da ist es ja was anderes. Du erfährst ja quasi, ich glaube, wenn alle am selben Tag ja fast parallel kämpfen, erfährst du ja quasi am Abend, gegen wen du am nächsten Tag kämpfst. Ja. Wie sehr kann man sich auf einen Gegner einstellen? So viel Zeit hat man ja eigentlich gar nicht. Wir haben Glück, dass wir das Internet haben. Oft finden wir Videos und können uns darauf einstellen. Aber manchmal ist das so, dass man gar nichts vom Gegner findet. Und dann muss man sich überraschen lassen. Einfach mal im Ring sehen, wie der ist. Ob er Rechtsausleger ist oder Normalausleger. Das sieht man unmittelbar vorm Gong oder direkt danach. Wie war es mit den Gegnern grundsätzlich diesmal bei Olympia? Also viele, bei den Olympischen Spielen kommen eigentlich nur die besten Boxer. Also es sind alles auserwählt. Genau, und viele kennt man schon, gegen die meisten hat man schon selber gekämpft. Und oft ist es auch so, dass man Videos im Internet findet. Mhm. Wenn man jetzt Bronze geholt hat, wie viele Olympischen Spiele muss man noch mitmachen? Oder kann man sagen, okay, einmal Olympia reicht für mich? Am liebsten würde man so lange boxen, wie es geht und bei allen Spielen dabei sein, aber das ist eine Chance, die sich vielleicht einmal im Leben auftut oder auch gar nicht. Mhm. Viele träumen davon, boxen 20, 30 Jahre lang und waren noch nie bei den Olympischen Spielen. Deswegen kann das auch eine einmalige Sache sein. Egal. Einmal ist besser als keinmal. Mal ehrlich, man kann das auch immer so sehen. Wie jung bist du jetzt? 26 bin ich geworden. Bis wann bist du boxen? Solange es meine Gesundheit erlaubt. Aber so ein absoluter Durchschnitt würde ich sagen, 38, 40, oder? Ja. Ist ja meistens so. Meistens, 14 ja. Jahre durch 4, 3 Olympische Spiele könntest du theoretisch noch. Ja, ist noch drin. Ja, und nächstes Jahr ist die Weltmeisterschaft in Hamburg. Das ist auch der Hammer. Und das heißt für dich? Auf geht's in die WM. Tilo, wann fängt eigentlich so eine Vorbereitung an für die WM? Gleich nach dem Urlaub? Direkt erst im nächsten Jahr. Ach so. Also ich mache Urlaub, dieses Jahr werde ich keine Handschuhe anziehen, denke ich mal. Nicht, dass da ein Kampf dazwischen kommt oder so. Hast du dich schon gefragt?
Ist das so? Da haut er mir eine Darf rein. Er? Ja, klar. Und hat er sich, verdient, auch, hat er sich verdient auf jeden Fall. Ja. Darf man ein bisschen Urlaub machen. Okay, dann sage ich nichts dazu. Rio 2016. Was ich auch krass fand beim Boxamt, du hast ja hier ein riesen Tattoo, ne? Ja, oder dieses richtig. Also von meinem Arm geht's los bis zu meiner Brust. Wann hast du angefangen, dir Tattoos zu stechen eigentlich? Das erste Tattoo habe ich gemacht 2008. Das ist Jesus hier am Kreuz auf meiner Schulter. Und dann habe ich im letzten Jahr wieder angefangen, in einer Woche direkt alles vollgehauen. Ich habe gehört, wenn man sich einmal tätowieren lässt, dann wird man süchtig. Stimmt das? Nein. Das sagen die immer sehr oft, sehr viele Freunde sagen das. Ja, wenn du einmal mit Peaks anfängst, dann willst du nur noch weiter und immer weiter und immer weiter. Nein. Ich hab eins gemacht und wollte bei einem bleiben. Diese Tonlage ein bisschen ironisch gemeint. Nein. Ja, das stimmt schon. Ja, ich denke schon. Also es wird nicht so eine Sucht, sondern eine Frage der Ästhetik. Man schaut sich das an und denkt, oh, da noch ein bisschen, hier wäre noch schön. Und ja, jetzt so werde ich mich. Alles los. Jetzt werden hier wir uns auch. Ein bisschen Koks, da noch ein bisschen Koks und die Welt läuft, ne? Naja, was kommt als nächstes? Lass mich raten. Schieß los. Rio-Logo. Richtig. Echt? Auf jeden Fall, ja. Okay. Ja. Ich würde auf deinen Rücken Olympia nehmen. Sie? Riesending, ja, ja komm. Sie, ja, das ist aber eine Frau. Ja und? Ich habe schon eine Frau. Das ist Olympia. Kannst du nicht vergleichen. Aber nee, aber das Rio-Symbol würdest du wahrscheinlich machen. Auf jeden Fall, ja. Wo soll genau das hin? So wie es ist. Schau ich erstmal. Lasst euch überraschen. Ich würde Carina fragen. Sicher. Könnte auch in die Hose gehen, ne? Dann gibt's Ärger zu Hause. Habt ihr es immer so gleichzeitig? Ich habe das Gefühl, Artem hat mehr als du, Robert, oder? Ja, wir haben 2008 das gleiche Tattoo gemacht. Jesus Christus hier. Mhm. Und ja, er hat es dann halt fortgesetzt und ich mache erst dann eins, wenn ich genau weiß, was ich möchte. Und ein Tattoo muss ja auch Sinn ergeben, ne? Richtig. Muss ja auch eine Story dahinter sein. Und bei ihm ist das sehr gut, eine sehr interessante Geschichte. Vor allem, was ich cool finde, du hast die Boxhandschuhe. Haben die einen Grund? Warum ist ja, also ich habe es versucht, oben heilig zu halten, hier Jesus Christus in den Wolken. Auf meiner Brust habe ich einen kleinen Schutzengel mit einer Schrift, ja, watch over my family, my love, my life, ne? Schutzengel sozusagen. Und in der Mitte habe ich das, was für mich so an Bedeutung ist, also ein Boxring mit Boxhandschuhen, hier betende Hände mit Boxbandagen und ein Kreuz, weil ich immer vor jedem Kampf bete. Und unten ist dann die Vergänglichkeit, eine Taschenuhr, ohne auf eine Zahl zu zeigen. Und das Ende selbst. Irgendwann, cool. Irgendwann hat alles ein Ende. Deswegen. Ja, leider. Manchmal möchte man es nicht, aber es gehört zum Leben dazu. Was sind so weitere Ziele, die man gemeinsam hat? Was willst du eigentlich noch? Oder wo geht's bei dir hin? Ich meine, ihr macht das zwar zusammen, aber gibt es bei dir dann Kämpfe? Weil du, wenn du einen WM-Kampf hast, dann kannst du doch auch nächstes Jahr wieder um einen WM kämpfen, oder nicht? Also die APB geht ja bald wieder los, die APB AIBA Professional Boxing, da wo Artem letztes Jahr Weltmeister geworden ist, da hatte ich auch Angebote, aber ich habe mich auch für den normalen olympischen Weg entschieden, Europameisterschaft, Weltmeisterschaft. So, mal gucken, was jetzt nächstes Jahr ansteht, und da sind ja auch die Weltmeisterschaften in Hamburg, wie gesagt. Wenn du sagst, das würde ich vielleicht auch den Zuschauern mal nochmal erklären, der normale Weg, also welche Wege gibt es grundsätzlich? Es gibt AIBA, das ist der Weltverband. Die AIBA hat was Neues rausgebracht, APB, AIBA Professional Boxing, und es gibt AOB, AIBA Olympisches Boxen, Olympic Boxing. Das ist so halt ganz normale Europameisterschaften, Weltmeisterschaften. Vor allem boxt man da 3 Runden und 3 Minuten. Genau, 3 Runden. Genau, und bei den AIBA Professionals ist das so, dass ich zum Beispiel 12 Runden geboxt habe. Ja. Oben ohne professionelle Bedingungen, hier in Hamburg, ein Riesenstadion in Wilhelmsburg. Ja. Und trotzdem, in der Parkhalle wahrscheinlich. Richtig, ja. Ja. Cool. Und trotzdem habe ich die Möglichkeit, bei den Olympischen Spielen mitzumachen, weil ich zu AIBA gehöre. Okay, genau. Wenn du nicht in dem Rahmen kämpfen würdest, hättest du überhaupt gar keine Chance, zu den Olympischen Spielen zu kommen? Entweder müsste ich den normalen olympischen Weg gehen, oder ich müsste dann zu den anderen Profis wechseln, die selbstständig sind und um WBC und WBA-Titel boxen, so wie Arthur Abraham oder hier Jack Kulkai und so weiter. Und die boxen dann nicht bei Olympia. Und bei den Olympischen Spielen darf man ja nur als Amateur mitmachen, oder? Außer man ist jetzt AIBA-Profi. Dann darf man genau, mitmachen. Weil man ja auch theoretisch zu den Amateuren gehört. Okay. Mann, ist das kompliziert. Man muss das jetzt erstmal mal sortieren. Aber die Profis doch auch jetzt. Ja, und die haben jetzt wollen eine neue Regelung machen. So richtig durchgesetzt hat sich das noch nicht, aber sie wollen, dass die Profis auch bei den Olympischen Spielen mitmachen können. Aber die müssen sich genauso wie wir qualifizieren.
Quali-Turniere mitmachen. Zum Beispiel die Euro-Quali, die ich gemacht habe, oder die Welt-Quali. Und da müssen die auch boxen halt. Aber es reicht nur ein Weg, oder? Entweder Euro oder WM, Weltquali, oder musst du beides machen? Musst du nicht. Okay, du kannst aber aussuchen. Ja, du kannst jede Chance wahrnehmen, die sich ergibt. Okay. Auf jeden Fall. Ach so, jetzt verstehe ich. Das heißt, du gehst einmal zu Europa und wenn es dort nicht funktioniert, dann machst du nochmal die WM-Weg. Also Welt, Global. Das kann nicht jeder Boxer. Man muss sich als die Nummer 1 behaupten, national, also in Deutschland. Und dann du musst in deiner Gewichtsklasse die Nummer 1 sein. Und dann wirst du dahin geschickt. Damit du überhaupt dahin geschickt werden kannst. Nicht mal Top 3 oder so. Nein. Die ersten drei, sondern wirklich der die Nummer Champ. 1. Ja. Okay, verstehe. Boah, ist das kompliziert bei euch, ey. Ja, schon ein bisschen kompliziert. Ja. Das heißt, man muss sich ja dauerhaft behaupten. Ist ja nicht so, ich komme um die Ecke, zack, ich gehe jetzt zu Olympia. Konkurrenz schläft nicht, ne? Ja, eben. Auch wenn du was gerissen hast und erfolgreich bist, trotzdem musst du noch hart arbeiten. Auf jeden Fall. Ihr müsst aber auch wenn man einen Titel hat, wie du in diesem Falle, heißt es aber nicht, dass du beim nächsten Mal Freifahrtschein heißt. Ne? Nein. Du musst dich komplett nochmal von vorne durch alle Bänke durch. Die anderen Boxer wollen ja auch dahin. Boah, ist das schwierig bei euch. 10, 20, 1 und, nee, 21. Olympischen Spiele waren das? Nee, 31. Ja, Olympischen Spiele. Drei X und eine Eins. Also nochmal die Frage, was für einen Wert hat das Ding? Wir sind doch da vorhin hängen geblieben. Guck mal, so schön sieht das aus. Ist unbezahlbar. Es ist echt, es ist ein, liebe Zuschauer, ohne Wenn und Aber, ne? Ich will sagen, es ist echt ein geiles Gefühl, das Ding in der Hand zu haben. Ehrlich. Also es ist krass. Es ist ein heftiges Gefühl, das Ding zu haben. Ich habe es den Jungs abgenommen, seit der ersten Minute habe ich es in der Hand. Ja, ich muss zugeben, andere haben das schon öfter in der Hand gehabt als ich. Wie stolz ist die Familie? Boah, unglaublich. Also Mama und Papa haben geweint, auch schon vor dem Fernseher, so wo wir noch da waren. Sie können sich die Kämpfe nicht mal angucken. Mama schon gar nicht, hat sie nie gemacht, niemals. Nee. Sie geht aus dem Wohnzimmer raus, sagt, ich kann da nicht zugucken. Auch im Nachhinein, wenn sie auch weiß, dass wir gewonnen haben. Spielt keine Rolle, sie guckt sich die Kämpfe nicht an, hält sie nicht aus. Ja. Wenn wir nach Hause kommen, macht sie erstmal einen Check, ob alles in Ordnung ist, kommt rein. Ja. Krass. Wir würden auch niemals gegeneinander boxen, das könnten wir nicht vor unserer Mutter verantworten, würden wir nicht machen. Ihr seid ja auch in derselben Gewichtsklasse, ne? Nee, fast. 60. Du bist ja 60, 60 und du bist doch 66? 64. Ja, aber im Urlaub sind wir eigentlich gleich schwer. Weil wir beide gegessen haben, ja. Wahrscheinlich. Was denkst du, wie viel nehmen wir ab so für einen Kampf, wenn du uns so anguckst? Wie viel würden wir wohl? Wie viel haben wir wohl drauf? Jetzt? Hm? Ich würde sagen, ihr habt doch eure Kampfklasse. Bestimmt sind das so ein halbes Kilo drüber oder so. Nein. Ach so, nein. Seid ihr drunter oder? Nee, drüber. Ja, doch drüber, ne? Ja, wir gehen so meistens halt 8 bis 10 Kilo hoch. Und wieder runter. Und wieder runter zum Kampf, pünktlich. Veräppelt mich gerade. Echt jetzt? Doch, echt, ja. 10 Kilo ich dachte, hoch? 2 Kilo, 3 Kilo. Und 10? Schon. Ja, Boxen ist eine Gewichtsklassensportart und wir gehen wirklich bis zur Grenze runter. Also unter 64 Kilo würde ich nicht mehr boxen können, das wäre natürlich ungesund. Deswegen gehe ich bis zur Grenze, da wo ich mich auch noch stark fühle. Und ja, generell bin ich vielleicht 72 Kilo, normal. Das ist heftig, das hätte ich jetzt niemals erwartet, ja. Wir nehmen auch diszipliniert ab, machen das über die Ernährung. Nicht immer unmittelbar vorm Kampf, zack, mal 4-5 Kilo runter in 1-2 Tagen. Nein, aber wir machen das strikt über die Ernährung, schreiben unsere Ernährungspläne selber. Ja, und unser Körperfettanteil beschränkt sich von 12 runter auf 4%. 4%? Ja. Körperfettanteil? Genau. Ist alles auf Instagram. Ich habe hier vorne nur 4%. Ich zeig das nicht. Ah, das ist heftig. Das ist wirklich heftig. Hat ja viel Disziplin dazu. Ja, klar. Das ist nicht so leicht. Das ist immer krass, wenn man sich bei den ganz großen Boxern mal so das Wiegen sich anschaut. Ne? Und dann ist da ein Boxer 200 Gramm drüber. Ja. Da sind ja auch so pingelig, der zieht seine Unterhose aus. Oh, ja. Muss er ja. Damit er dann wirklich gerade das Gewicht hat. Richtig. Ja. Aber das ist echt heftig. Aber kann man da wirklich sich 100% darauf verlassen, dass man wirklich noch gesund ist? Ja. Das bringt die Erfahrung mit sich. Oft ist das so, dass die Sportler auf dem letzten Drücker Gewicht machen, irgendwie vielleicht einen Tag vorher noch viel trainieren, in die Sauna reingehen, um 2 Kilo rauszuschwitzen. Das ist aber alles nur Flüssigkeit, kein Körperfett, keine Körpermasse. Das trinkt man wieder rein, aber die Flüssigkeit braucht man.
Es kostet zu viel Energie, deswegen machen wir das strikt, nur durch die Ernährung. Macht ihr das dann auch immer zusammen, um auch, damit ihr euch auch gegenseitig motivieren könnt? Ja. Ja? Artem kocht es, der macht das echt super, richtig lecker. Guck mal, da, habt ihr den Ton gerade gehört? Ja, macht ihr es zusammen? Ja, Artem kocht. Artem kocht, ich mach die Wäsche, er muss auch ein bisschen. Teilen uns die Hausarbeit. Ja, wir machen zusammen, er kocht. Ja, läuft bei euch. Was isst man denn so und so? Das heißt, wahrscheinlich so kohlenhydratearme Ernährung, oder? Ja, genau, kohlenhydratearme Ernährung. Kohlenhydrate nur zu bestimmten Zeiten so, unmittelbar vom Training, sodass man halt die Energie hat, die man braucht. Aber ansonsten sehr viel Eiweiß, viel Eiweiß. Ja, ich mache auch immer Low Carb, aber manchmal funktioniert es nicht mehr. Woran liegt das? Ja, es ist so halt... Ich glaube, ohne Bewegung ist das halt immer schwer. Ja, der Hungergefühl, der tritt dann ein und dann denkst du, da musst du widerstehen können. Das ist bei uns auch der Fall. So, wenn Zuckermangel, Kohlenhydrate... Wie macht ihr das dann? Was sind eure Tricks, um diesem Hungergefühl zu widerstehen? Boah, das ist so, das ist schwierig. Da Wasser muss man trinken, die ganze Zeit ablenken? Das oder? Auch nicht. Ich trinke Kaffee. Warte mal, was? Wasser, das ist, ja, man sagt immer in der Fitnessbranche, ja, trink viel Wasser, aber bei uns ist das nicht der Fall. Ein Glas Wasser wiegt 200 Gramm. Das ist ausschlaggebend. Fitnesstrainer sagen immer, ey, ihr seid Sportler, ihr müsst mindestens 3 Liter am Tag trinken. 3 Liter, das sind 3 Kilo fast. Kriegst du dein Gewicht nicht hin, niemals, das ist unmöglich. Was soll ich denn sonst trinken? Ja, also wenn aber du jetzt... Ich will abnehmen. Das ist bei uns so. Ich will abnehmen. Also, nein, ist mir wurscht. Ich will jetzt abnehmen. Ich will die Möglichkeit, um am besten, am effizientesten abzunehmen. Wasser musst du auf jeden Fall trinken. Sowieso. Aber auch keine 3 Liter, oder? Mindestens 2. Also bei uns ist das so, wir müssen... Ja, aber da muss ich die ganze Pullern gehen. Das macht die Sache auch schwierig. Ganz wichtig, du musst auch mal eine Mahlzeit auslassen. Mann, ich esse gar nichts mehr. Ich falle noch in Ohnmacht hier. Okay, es wird schwierig. Es wird schwierig. Ich mache mir gleich eine To-Do-Liste von den Box-Experten hier. Mor heißt so, bist du rot geworden. Mor heißt eigentlich blau. Aber im übertragenen Sinne, sowas in der Art wie rot und blau und bunt, wie auch immer. Oder man sieht danach so aus, wenn der junge Mann zu meiner Rechten zuhaut. Dann ist man auch Mor. Auf dem Auge meistens. So, das ist unser Gästebuch, Artem und Robert, bitte verewigt euch auf rechts gerne, damit wir auch etwas von euch haben. Eine Verewigung quasi. Ihr könnt schon ein paar Zeilen dazu schreiben, wenn ihr wollt, ja klar. Ihr könnt schreiben, nein, das machen immer meine Gäste. Ihr könnt sowas schreiben, geilster Moderator der Welt, schön, dass wir hier waren. Mach du das, du hast eine schönere Handschrift. Meinst du? Meine Handschrift ist auch hässlich, glaub mir. Als ich zur Schulzeit hat mein Lehrer mal gedacht, aus dir wird nur ein Arzt oder ein Anwalt. Ich sage, wieso? Weil ich deine Schrift nicht lesen kann. Und dann hat er mir einen Punkt Abzug gegeben. Ja, das ist immer so, ne? Ja. Wenn die Ärzte schreiben, kann man es gar nicht lesen. Nee. Aber nee, Arzt oder Anwalt, nein, ist nicht so. Aber was mir auch immer damals aufgefallen ist, in der Klausur, wenn wir Aufsätze geschrieben haben, ne? Am ersten, so die erste halbe Stunde voll entspannt, Großbuchstaben, dann wird die Zeit immer knapper und dann wurden die Buchstaben nochmal kleiner. Irgendwann hab ich nur noch so Striche gehabt, ey. Aber ich wusste, was da steht. Ja. Wenn der Lehrer, wieso steht, sie kann man doch lesen? Das ist sehr lieb. Vielen, vielen Dank. Für den geilsten Moderator. Geil, ihr seid so cool. Ey, hier steht wirklich für den geilsten Moderator da. Kein Scherz, da. Guck da. Jungs, ihr seid so cool für den geilsten Moderator. Danke euch. Danke auch. Ja, Robert und Artem, das war wirklich, wirklich schön, dass ihr da wart. Das heißt, nächstes Ziel ist als erst dieses Jahr Chili Vanilli. Genau, jetzt erstmal entspannen. Bisschen Urlaub machen, Kopf frei kriegen. Aber, das ist nicht alles. Wir haben noch eine Kleinigkeit für dich mitgebracht. Und zwar das Shirt. Krieg ich die Medaille? Warte, ich zeig mal kurz. Wir haben ja unser HB Boxing und deswegen schenken wir dir auch jetzt ein T-Shirt. Das steht für Harutyunyan Brothers und insbesondere für den Zusammenhalt und den Ehrgeiz. Hoffentlich passt dir. Ist ja slim fit. Und du hast ja auch. Krieg ich die Medaille? Beim nächsten Mal. Welche Größe ist denn das? L. Er ist viel zu groß. Nee. Ich bin Medium. Kein Scherz, ich hab. Was lacht ihr denn? Ich hab wirklich Medium, also, Mann. Mein T-Shirt, was ich anhab, ist Medium. Ja, nee.
Ich bin ein sportlicher Typ, auch wenn man es mir nicht ansieht. Es ist nur Wasser. Oh, das ist sehr, sehr, sehr lieb von euch. Ich find die Farbe auch geil, ehrlich gesagt. Ist so cool. Danke. Und nur zur Info, falls man es noch nicht richtig erkannt hat. Guck mal, das sind quasi zwei Boxhandschuhe. Ja? So oben und unten. So für die zwei Brüder hier. You know what I'm saying? Ein bisschen höher, ja, dann kann man das auch richtig lesen. Guck mal, ich schiebe höher die Kamera. Der Kameramann zieht mit. Ja, ich wollte nur höher, damit man über dem Logo da sieht, dass da 6 Sterne sind. Deshalb. HB Boxing. So, vielen Dank. Gerne. Danke, danke, danke. Das heißt, wir sehen uns dann hoffentlich demnächst wieder im Ring. Habt ihr einen Ringsprecher? Braucht ihr einen Ringsprecher? Ich bin gerne dabei. Ja, ich habe gehört, du machst es ganz gut. Ja, ich gebe mein Bestes halt, ne? Wenn ich vorher nicht K.O. gehe aus Versehen, dann gebe ich mein Bestes. Nächstes Jahr die Weltmeisterschaft in Hamburg. Richtig, ja. Und wir wollen die Halle voll kriegen. Kennen wir schon den Ort oder wissen ich wir? Ich denke mal, zu 100% steht es nicht fest, aber es sollte die Kongresshalle sein in Dammtor. Ach Quatsch, CCH gleich? Ja. Cool. Eventuell. Ist das vielleicht Inselparkhalle? Weil ich finde, die ist auch fürs Boxen gut geeignet. Ja. Ich mag die Halle, aber die ist klein natürlich. Alle Hamburger sollen da hin, die Halle füllen und ordentlich Stimmung machen. Wir müssen der Welt zeigen, wo wir hier sind. Ja. Haben wir schon ein Datum? September. September. Wann genau jetzt? Weiß ich nicht. Aber im September nächstes Jahr. Mitte September. Genau in einem Jahr. Richtig. Kimmel, Kimgala. Man weiß ja nicht, ob ich da noch lebe. Aber vielleicht sind wir noch dabei, liebe Freunde. Also, ich danke euch recht herzlich. Jungs, es war toll. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht. Dankeschön. Ich danke euch, dass ihr so schnell hierher gekommen seid. Und unseren Zuschauern da draußen kann ich euch nur sagen, Sport ist auf jeden Fall etwas Cooles, was ihr auch machen solltet. Wenn ihr Zeit und Lust habt, macht irgendetwas. Ja, lasst euch. Und ich sage immer, nicht von anderen Leuten einreden lassen, ihr könnt das oder jenes nicht. Man sollte immer das machen, worauf man Bock hat. Denn die Leidenschaft führt immer einen wirklich weit nach vorne. Davon bin ich, das ist meine innere Überzeugung. Deshalb probiert Boxen aus, spielt Fußball, spielt Tennis. Irgendwas wird sich schon ergeben und vielleicht sitzt ihr dann als Champion bei mir auf der Couch oder nicht. Ich weiß es nicht. Ich würde mich auf euch freuen. In diesem Sinne, schönes Wochenende, bleibt euch treu, bis demnächst. Tschüss und danke euch. Viel Erfolg weiter. Ciao, ciao.